noch einmal willkommen. Es ist schön, dass trotz der frühen Morgenstunde so viele von Ihnen schon hier sind. Es werden noch ungefähr 50 weitere Personen kommen, die angemeldet. Ich fange mit der Begrüßung einmal an, weil die Liste gesehen ist sehr umfangreich. Ich freue mich, einmal die Referenten begrüßen zu dürfen, die schon hier sind. Ich fange natürlich wie immer mit den Damen an. Das wollen die Frau Elisabeth Moll, bitteschön. Stadtarchiv Bettel. Frau Dr. Hertha Schwarz, erste Vorsitzende des AKDFF. Die Frau Nicola von der Comfin ist auch da, ist dem Standort draußen im Augenblick. Dann kommen die Herren, der Herr Professor Nicoletzki, den sehe ich jetzt nicht, der ist noch draußen. Aber der Herr Universitätsleiter Dr. Johannes Seidel ist bereits im Saal. Bitte schön. Dann den Herrn Dr. Thomas Eigner habe ich auch schon gesehen. Hier ist er. Herr Dr. Cornel Penz vom AKUFF aus Baja in Ungarn. Bitte schön. Herr Edgar Hubrich von der GFF. Der ist ein Stand da hinten. Das ist der junge Mann dort ganz hinten. Und natürlich der Herr Manfred Wegele, hier, bitteschön. Vorsitzender der BNF, Bayerischen Landesverein für Familienforschung, Träger des Deutschen Bundesverdienstkreuzes, stellvertretender Vorsitzender von ICARUS for All und der DAGV, der Deutschen Arbeitsgemeinschaft Genealogischer Verbände. Reinhard ist auch noch draußen, aber schon hier. Sehr gut. Dann, wenn wir jetzt. Na, egal, die Frau Nicola ist gerade gelegen gewesen. Wo ist sie? Frau Nicola ist ein Sitz reserviert, kommt zu uns. Wo ist der Sitz reserviert? Ich glaube, hier irgendwo. Wo ist der Zettel? Ja, bitteschön. Das ist die Frau Nicola, erste Vorsitzende des Computer-Genderteams. Dann haben wir eine lange Reihe von weiteren Ehrengästen, die aber noch nicht alle da sind. Ich versuche mal die auszusortieren, die noch nicht da sind. Das ist mit der Magisterin Lieselotte Strilka. Wo ist sie? Hier. Willkommen. Dann Frau Anita Willnoff vom AKDFF. Ganz hinten die Dame beim Standl dort. Geschäftsführerin, glaube ich, sind sie, oder? Des Archivs und des Instituts. Die Frau Dr. ist noch nicht da. Ist die Frau Frisch-Melander schon daher noch nicht? Gut. Dann die Frau Sabine Scheller ist da, aber vielleicht nicht im Saal. Da draußen liegt sie. Das ist die Frau Scheller beim Stand der BLF. Sie ist die Seele des BLF, sagen wir es einmal so, und auch der DRGV. Hier ist sie, bitte, eine ganz wichtige Frau. Dann die Frau Ingrid Reinhardt, die ist aber auch beim Stand draußen. Aber ihr Gatte, der Herr Horst Reinhardt, steht jetzt in der Tür. Das ist einer unserer Referenten heute aus Köln. So, dann haben wir, jetzt kommen wir zu den Herren. Da freue ich mich ganz besonders, Herrn Friedl Rainer Moll aus Zettel zu begrüßen, den ehemaligen Leiter des Stadtarchivs. Ich begrüße Herrn Ingenieur Sepp Assanger. Wo ist er? Hier, bitteschön. Goldene Verdienstmedaille des Landes Oberösterreich, wie wir alle wissen. Ich freue mich, dass Herr Dieter Tschießler von Family Search bei uns ist. Er ist am Stand hinten gleich neben der Tür. Das ist der Herr Tschießler. Zuständig für dann Herr Dr. Peter Reicher. Wo ist er? Hier. Vorsitzender unseres Schwestervereins Marche in Budapest. Präsidenten. Jung im Amt noch. Und eine Delegation hat er mitgebracht, erfreulicherweise. Herr Dr. Gabriel Petz ist auch bei uns. Bitte schön. Ebenfalls aus Bayern in Ungarn. Dann freut es uns, dass Herr Dr. Günther Junkers hier ist. Wo ist er denn? Hier. Ehemaliges Vorsitzender des AKDFF. Wichtiger Mann bei Comgen, macht immer noch die Rundbriefe. Und so weiter. Also ich kann gar nicht alles aufzählen, weil sonst sind wir am Abend noch nicht fertig.
So, dann freut mich, dass Herr Werner Hohnal bei uns ist. Wo ist er denn? Hier, vom VSSF. Deutscher Familienforscher. Sie sind auch aus Deutschland. Wo genau kommen Sie her? Aus München. München. Dann Herr Professor Peter Mulatsch ist bei uns. Wo ist er? Ich habe ihn schon gesehen. Bitte schön. Herr Magister Gerald Pribras ist bei uns. Hier ist er. Bitte schön. Wir freuen uns, dass Herr Dr. Hermann Zucker bei uns ist. Wo ist er? Hier. Hier ist der Herr Dr. Hermann Zucker. Dann ist der Herr Wolfgang Hutter vom Denkmalprojekt bei uns. Wo ist er? Ich habe ihn schon gesehen. Hier ist er. Kooperationspartner. Bei uns ist auch Herr Diplom-Ingenieur Alfred Strömer. Hier, bitte, der junge Mann. So, die zwei Folgenden kommen noch nach. Dann kommen wir zu den Ehrenmitgliedern. Frau Eva Konstantin habe ich schon gesehen. Hier, das ist die Eva. Bitte schön. Von den Herren ist derzeit der Herr Diplom-Kaufmann Helmut Tautermann. Wo ist er? Hier. Bitte schön. Und Herr Michael Ambrosch. Wo ist er? Hier. Bitte schön. Einige andere werden noch kommen. Dann möchte ich mich vor allem bedanken bei den Kongressmitarbeitern, weil sowas zu veranstalten ist natürlich eine ganz schöne Arbeit. Vor allem bei Frau Ursula Faustmann, wo ist sie? Ja. Sie kennen sie ohnehin alle. Dann Frau Elisabeth Brunner, die bei uns am Stand hinten sitzt. Das ist die Frau Brunner, winkt mal die Elisabeth. Und das in der Tür ist die Frau Faustmann. Dann die Frau Claudia Weck ist beim Buffet draußen, die werden Sie auch alle kennen. Aber vielleicht kann sie im Sprung reinkommen. Das ist die Frau Weck, bitteschön. Und in der Tür steht auch Frau Dr. Christine Bruns. Bitteschön, wink einmal, Christine. Kommen wir zu den Herren. Herrn Christian Brunner, der ist auch nicht herinnen, glaube ich. Doch, wo ist er? Er ist so kennen. Ich freue mich, dass Herr Dr. Peter Haas da ist. Bitteschön. Und Dr. Alexander Weber, unser Vizepräsident. Herr Eugen Magerle, wo ist er denn? Da ist er. Und natürlich Herr Diplom-Ingenieur Thomas Memersheimer, der in der Tür, der junge Mann in der Tür. Und weiter sind eine ganze Menge von aktiven Vereinsmitarbeitern da. Ich darf sie einfach aufzählen. Gesehen habe ich die Frau Hedwig Feigl schon. Da ist sie. Die Anne-Marie Lang ist da. Wo ist sie? Hier ist sie. Ist willkommen. Die Frau Magister Katja Maria Kladek ist da. Hier, ganz bescheiden da hinten. So, der Ingenieur Lothar Scholze ist da. Den habe ich auch gesehen. Bitte schön. Der Ingenieur Otto Prohaska. Den habe ich auch gesehen. Hier ist er. Bitte schön. Herr Wolfgang Stöger aus Linz. Wo ist er? Da steht er. Dann der Herr Dr. Michael Matthias Emmich. Endlich mal bei unserer Veranstaltung dabei. Willkommen. Herr Rudolf Tanzer, den habe ich auch schon gesehen. Hier ist er. Dann der Herr Albert Haberfellner. Bitte schön. Herr Diplom-Ingenieur Franz Kreuzinger. Habe ich gesehen. Wo ist er? Bitte schön. Hier. Herr Diplom-Ingenieur Norbert Ritschl. Wo ist er? Hier. Herr Ingenieur Erwin Keil. Ja. Herr Maßler, Magister Karl Brunner. Wo ist er? Da ist er. Herr Dr. Herwig Zott. Den habe ich. Oh ja, da ist er natürlich. Dann der Herr Herbert Brandner ist hier. Wird vielleicht gerade draußen sein. Herr Leo Mittringer. Willkommen. Herr Professor Gottfried Scholz, habe ich schon gesehen. Hier, bitteschön. Und die Frau Eichinger aus Bayern ist bei uns. Wo ist sie denn? Die habe ich vorhin gesehen. Hier.
So, und damit haben wir es für das erste Mal. Ich danke, dass Sie alle da sind und darf den ersten Referenten übergeben, Herrn Dr. Thomas Eigner, vorstellen. Das ist, glaube ich, überflüssig. Jeder kennt den Monasterium, Matricula, Topothek. Also es gibt kein Projekt, wo nicht irgendwas damit zu tun hat. Und er wird uns heute auch ein bisschen über die Zukunft erzählen. Herr Doktor, bitteschön.